Hallo, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Ich bin Gerald Pittner, Finanz- und digitalpolitischer Fraktionssprecher. Mit dem, was wir Freie Wähler bei den Haushaltsberatungen erreicht haben, bin ich sehr zufrieden. Gerade mit Blick auf die Digitalisierung. Nehmen wir zum Beispiel das Projekt Digitales Dorf Bayern. Damit setzen wir jedes Jahr regionale Impulse für einen erfolgreichen digitalen Wandel, vor allem im ländlichen Raum. Darauf sprechen mich in letzter Zeit auch immer wieder Bürgermeisterinnen und Bürgermeister an. Sie möchten von den Erkenntnissen und Erfahrungen der bisher 5 Pilotgemeinden profitieren. Und das freut mich sehr. Auch bei der digitalen Bildung ist uns ein Durchbruch gelungen. Im Oktober haben wir die Zielmarke von 50.000 digitalen Klassenzimmern überschritten, dank des Digitalpakts Schule. Gleichzeitig beschleunigen wir den Breitbandausbau an Bildungseinrichtungen und lösen so ein weiteres wichtiges Versprechen des Koalitionsvertrags ein. Und weil Wartung und Support der Digitalausstattung durch Bund und Länder finanziert werden, entlasten wir so auch unsere Städte und Gemeinden als Sachaufwandsträger. Aber das ist noch nicht alles. Wir setzen uns auch für die Digitalisierung von Verwaltung und Baugenehmigungsverfahren ein und bekämpfen so den Wohnraummangel. Ihr seht, wir Freien Wähler verfolgen im Landtag das gleiche Ziel wie bei uns zu Hause in den Kommunen. Die Schaffung gleichwertiger Lebensverhältnisse in Stadt und Land. Darauf könnt ihr euch auch in Zukunft felsenfest verlassen.